Und guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal ein Video von der anderen Seite meiner Küche. Hier sitzt sie auch viel schöner. Ich war gerade im Fitnessstudio. Ich habe wieder angefangen zu trainieren. Mein Körper möchte sich unbedingt wieder bewegen. Ja, wer mich schon ein bisschen länger kennt, weiß, ich habe mal Sportwissenschaften studiert. Das heißt, ich war früher mal richtig fit. Ja, dann habe ich ein Kind bekommen und habe Tag und Nacht nicht geschlafen. Und mein Körper hat sich über die letzten 8 Jahre, jo, ganz schön abgebaut. Und jetzt ist der Impuls da gewesen, mal wieder richtig zu trainieren. Und es tut mir so, 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 so gut. Frühs gleich, also meistens bringe ich den Kleinen erst in die Schule. Bin dann schon so gegen 6:30, 7 im Fitnessstudio, schon vor der Arbeit quasi. Und dann gehe ich duschen und dann fängt der Tag richtig cool an. Also, wenn du da auch Impulse hast und die nicht umsetzt, dann ein kleiner Reminder für dich, auch wieder mehr für dich und deinen Körper zu tun. Es lohnt sich wirklich und vor allen Dingen bringt es dich in deinen Körper rein, denn wir wissen ja, viele Menschen, die sehr, sehr gut angebunden sind, sind nicht so viel im Körper. Aber das ist gar nicht das Thema heute. Da kann ich noch mal ein anderes Video dazu machen. Heute geht es darum, den Weltrettermodus, den ganz, ganz, ganz viele spirituelle Menschen haben, den hatte ich früher auch. Und warum er dich zerstört und warum er dafür sorgt, dass du dir nie ein anderes Leben kreieren kannst als das, was du gerade hast. Für mich ist dieser, wir müssen die Welt retten oder wir müssen die Welt verändern, verbessern, so in diesem zwanghaften Modus, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es ausdrücken soll, ein Riesenkonstrukt. Natürlich haben wir alle Gaben, die wir mitgebracht haben und wenn du Lust hast, kannst du mit mir da gerne auch eine Session machen, um deine Seelengabe rauszufinden, die im Übrigen auch kein Dogma ist, die entwickelt sich auch weiter mit der Zeitqualität. Ja, die Menschen glauben immer, wenn sie jetzt das eine gefunden haben, dann ist es das für ihr Lebens bis zum Lebensende auf Lebenszeit. Und es ist aber nicht wahr, es ist immer alles in der Entwicklung. Es geht alles immer weiter. Nur weil du statt 3% jetzt 5% nutzt, hast du ja dann immer noch 95 offen, ne? Also es geht immer weiter und dieses festgefahrene, dieses stupide Denken, ja auch dieses, was ich auch oft hatte, oh, Nadine hat das und das gesagt und jetzt sagt sie aber was anderes. Ja, es entwickelt sich ja auch alles weiter. 2 Jahre später ist das Bewusstsein komplett verändert, ist das Kollektiv verändert, ändert sich die Zeitqualität und dann gibt es halt wieder was Neues, was man sagen kann, so wie es gerade jetzt ist. Und das, was vor 2 Jahren war, ist eben alt. Und die Zeitqualität, die ist so schnell, dass sogar das, was vielleicht vor 3 Tagen war oder vor einer Stunde, in einer Stunde schon alt ist. Und es geht immer mehr darum, flexibler zu werden, rauszugehen aus diesen ganzen Konstrukten. Viele haben sich so wirklich so festgebissen an, ich bin dafür da, die Welt zu verändern, zu verbessern. Ja, natürlich tust du das auf deine Art, wenn du deine Gabe lebst. Aber viele haben da so einen Zwang dahinter. Das heißt, sie haben sich irgendwie dem verschrieben. Und wenn sie jetzt was nicht verändern können, verbessern können, dann werden die ganz traurig und ganz depressiv und fühlen sich nutzlos und fallen so richtig in so diese Schleife rein. Und ich möchte dir heute einfach diesen Druck nehmen, dass du die Welt retten, verändern, verbessern oder sonst was mit der Welt machen musst. Denn darum bist du nicht hier. Das passiert schon ein Stück weit automatisch, aber ich sage dir jetzt mal eins: Die Welt kannst du nicht retten. Die Welt ist ziemlich im Eimer. Und du kannst nur anfangen, deine eigene Welt aufzubauen. Ja, ich wollte früher, habe ich mich immer geärgert, wenn die Leute ihre Seelengaben nicht gemacht haben, weil ich ja auch gesehen habe, was mit der Welt passiert, wenn alle ihre Seelengaben machen. Ja, ich habe zum Beispiel auch gesagt, ich habe ja vor dem großen C auch schon eine ganze Weile Seelengaben gemacht und dann habe ich immer gesagt, ah, oh, und wenn alle das Bewusstsein, wenn alle ihre Gaben machen würden, dann wäre das Bewusstsein schon so weit, dass wir das große C gar nicht mehr bekommen hätten. Das ist auch richtig so, aber wir sind nicht für diesen ganzen Kram zuständig, der entwickelt sich so oder so, weil es gibt so viele unterschiedliche Bewusstseinsstufen hier auf dieser Erde, dass auch diese
Dieses Ding mit, das gesamte Kollektiv steigt auf. Ja, wohin soll es denn aufsteigen nach 5D? Das ist für mich die größte Gehirnwäsche aller Zeiten, 5D. Und ich sehe das nicht. Ich sehe das schon lange nicht, dass das gesamte Kollektiv aufsteigt, sondern dass es immer mehr Parallelwelten sozusagen gibt. Ja, jeder baut sich so seine eigene Welt, in der er sich leben kann oder sie. Und die Welten haben zwar Schnittpunkte, aber es wird kein riesengroßer kollektiver Prozess, so wie das immer erzählt wird. Und wenn du glücklich werden willst, dann musst du aussteigen aus diesem Kollektivgeschwafel und musst für dich überlegen, wie kannst du mit deiner Gabe, mit dem, was du bist, mit dem, was dich ausmacht, mit dem, was du erleben möchtest, wie kannst du dir deine Welt so cool gestalten, dass du hier das geilste Leben auf der Erde hast? Um was anderes geht's nicht. Es geht nur um dich, dass du dich lebst mit dem, was du kannst, mit dem, was du bist. Und das kannst du nicht, solange du in diesen Konstrukten hockst und glaubst, du musst die Welt retten oder deinen Mann oder deinen Nachbarn oder deine Familie. Alles darf nicht auseinanderbröckeln. Das tut sowieso. Ja, alles, was keine wahrhaftige Basis hat, bröckelt sowieso auseinander. Die Frage ist halt, wo bleibst du dabei? Denn du bist die einzige Person dann, die da auf der Strecke bleibt. Und hinter diesem Modus, die Welt zu retten oder andere zu retten, steckt ja immer auch ein Thema von der Person. Ich zum Beispiel, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin und ich teile es jetzt einfach mit dir, ich wollte, dass die Menschen ihre Gaben machen, damit sich die Welt verändert, damit es mir am Ende besser geht, ja. Damit ich vielleicht nicht mehr so viel Steuern zahlen muss oder gar keine, dass die Menschen nicht mehr so gemein miteinander sind, ja, dass ich einfach viele Sachen nicht mehr fühlen muss, die ich nicht fühlen wollte. Hinter so einem Modus, hinter so einem Konstrukt stecken immer, aber auch immer, immer, immer Gefühle, die wir nicht fühlen wollen, die wir weghaben wollen, die wir verdrängen wollen. Ja, Gefühle, Situationen, Zustände, in denen wir gerade sind. Und ich lade dich wirklich ein, da dich selber mal zu hinterfragen und zu reflektieren, warum willst du die Sachen tun, die du tun willst. Ja. Und wenn da so ein Druck dahinter ist, dann ist es erst recht wichtig für dich zu gucken, was ist denn da eigentlich los? Was ist denn da in mir los, was ich nicht fühlen will, was ich nicht sehen will, was ich nicht wahrhaben will, wo ich nicht sein will, ja, zum Beispiel in der Situation, wenn es dir körperlich nicht gut geht, du bist krank oder du hast gerade nicht so viel Geld, ja, willst du aus dieser Situation ausbrechen, du willst sie verändern und zwar mit viel Druck und dieser Druck erzeugt aber Widerstand und dieser Widerstand sorgt dafür, dass du da nicht rauskommst. Ja, es geht immer darum zu gucken, was ist da mit mir los, was macht es mit mir, wie geht es mir in der Situation und das erstmal zu fühlen und immer wirklich zu reflektieren, warum. Was ist die Intention für das, was du willst? Ja, willst du etwas weghaben? Dann ist es immer ganz schlecht, weil da geht es immer nur darum zu gucken, wo stehst du gerade, was fühlst du, was will da raus in dir? Ja, was sind die versteckten, verdrängten Emotionen, die du nicht fühlen willst? Ja, die ganze Spiri-Szene ist aufgebaut auf das Verdrängen von Emotionen. Ja, kaum geht es dir scheiße. Dann fängst du an zum Beispiel und meditierst oder reinigst dein Chakra oder liest nochmal dein Human Design durch oder stürzt dich auf irgendwas, was du gerade tun kannst, um dich abzulenken. Und das ist halt der Punkt, warum viele Menschen krank werden, weil sie immer weggehen von dem, was gerade ist und die Situation verändern wollen. Und das ist genau der Punkt, warum sie sich nicht verändert, weil die Energie in dir, Gefühle sind Energie, ich hatte es beim letzten Video schon mal gesagt, kann einfach nicht fließen. Und mit diesem Weltrettermodus ist ganz, ganz viel in dir verbunden, also verbunden, also sind ganz viele Sachen in dir drin, warum du überhaupt in diesen Modus reingehst. Und die Spiri-Szene ist natürlich eine schöne Ablenkung. Da kannst du dich ablenken bis zum Mond und zurück mit all dem, was sie zu bieten hat. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, bei dir zu sein. Wirklich bei dir zu sein.
zu gucken, was ist mit mir los? Ja, wir hatten gestern den Abschluss von Soulglow, ja, bringe dich innerlich und äußerlich ins Strahlen, verkörpere, wer du wirklich bist. Und da ging es auch nochmal drum, dass gerade Menschen, gerade Seelen, die bei mir sind, haben nicht das Problem, negative Sachen zu fühlen oder in ihr Leben zu ziehen. Die haben vielmehr das Problem, alles zu fühlen, was mit ihrer wahren Größe zu tun hat und sich wirklich Leichtigkeit und Lebendigkeit in ihr Leben zu ziehen, weil das passt überhaupt nicht zu dieser aktuellen Matrix. Also guck auch für dich mal, wo erlaubst du dir Leichtigkeit nicht, Freiheit nicht, Gesundheit nicht, Wahrnehmung nicht, deine Gabe nicht zu leben, weil dann alle dich für bescheuert erklären. Da geht es vielmehr zu gucken, was kannst du da ins Fließen bringen? Wo haust du da eine Bremse rein, gerade in diesen positiven Sachen? Ja, das guckt immer sich keiner an, aber das Problem sind vielmehr die positiven Sachen, bei uns zumindest, als die negativen Sachen. Und die Menschen driften überall hinweg. Ja? Die driften weg vom Negativen, die driften weg vom Positiven, lenken sich ab, fühlen die Emotionen nicht, machen dadurch riesige Widerstände im System und innere Widerstände gleich äußere Widerstände und so weiter. Wenn Energie fließt oder nicht, dann ist es halt so im Außen auch. Und der Weltrettermodus bringt ganz, ganz viel Energie in dir, in die Stagnation. So alles, was so Helferberufe sind, ne? Das ist auch dieser Rettermodus. Er muss nicht gleich die ganze Welt sein, aber dieser Rettermodus ist ganz oft auch, können Menschen, also wollen Menschen anderen Menschen helfen, weil sie nicht ertragen können, weil sie es nicht aushalten können, dass andere Menschen leiden. Die machen das, ist jetzt hart, die machen das nicht für die anderen Menschen. Niemals machst du irgendwas für den anderen Menschen, du tust es immer für dich. Meistens aus einem Vermeidungsverhalten raus. Entweder kannst du nicht ertragen, dass andere leiden, oder du kannst nicht ertragen, dass du gerade nicht helfen kannst, dass du wertlos bist, dass du nutzlos bist. Ja, prüf dich da einfach mal. Ja, sei da mal ehrlich zu dir. Warum willst du die Dinge tun? Und immer, wenn du etwas tun willst, um etwas zu vermeiden, kann das nur nach hinten losgehen. Immer. Ja, deswegen mache ich dich darauf aufmerksam und auch darauf, dass es wirklich immer wichtiger wird, Gefühle zu fühlen. Und wir starten ja Mitte Oktober mit Awakening Emotions. Das ist ja der Kurs zu meinen wirklich krassen Soul Vibes, die echt schon so vielen Menschen da geholfen haben, ihnen sich ins Fließen zu kommen. Und da geht es wirklich darum, alles zu fühlen. Alles, die ganze Range. Ja, von Schmerz bis Liebe, Leid, Hass, Gesundheit, Krankheit, alles. Viele Menschen haben auch einen riesen Widerstand auf Gesundheit, weil wie würden sie sich denn dann, ja, das, dein Verstand sagt jetzt, die hat sie doch nicht mehr alle auf Gesundheit einen Widerstand. Wenn du keinen Widerstand auf Gesundheit hättest, wärst du ja gesund. Ja, was macht das? In dieser Gesellschaft top fit zu sein, wie ein Turnschuh und wie ein junges Reh durch die Prärie zu hirschen, ja, voller Energie, voller Elan, immer gut gelaunt. Das ist eigentlich unser natürlicher Zustand. Aber was macht es mit dir, mit deinem Umfeld, wenn das so ist? Ja, ich war am frühesten Mal, ist schon eine Weile her, aber ich vergesse das nicht mehr. Ich war voller guter Laune, habe keine Ahnung, was auch so 6:30 frühs oder so, da war ich an der Tankstelle so. Und sagt der Tankwart völlig gefrustet. Sie haben aber gute Laune. Ich so, oh. Hat mich irgendwie ein bisschen geschockt, hat mich gleich irgendwie aus meiner Energie geschmissen, so ein Stück weit, musste mich dann erst wieder zurücknorden. Aber so ist es halt. Ja, und da darfst du einfach mal gucken. Und ich freue mich schon so auf Awakening Emotions, weil dieses Programm, das geht 9 Wochen, ist wirklich nicht teuer. Ja, für die Soul Vibe schon haben, 99 € für 9 Wochen, 9 Sessions live mit mir auf Zoom. Für alle anderen mit Soul Vibes, weil du wirst sie immer weiter brauchen, 249 €, und das ist wirklich für 9 Wochen Hardcore-Transformationen. Es wird so viel passieren. Stell dir mal vor, du vermeidest Gesundheit nicht mehr, weil du alle Emotionen in dir fließen lässt, die verhindern, dass du gesund wirst. Und dann kümmerst du dich auch noch um deinen Körper, dann kümmerst du dich um dein Aussehen, dann kommst du in deine volle Präsenz, dann lebst du auch noch gleichzeitig deine Gabe. Hast du eine Ahnung, was das auslöst
in deinem Umfeld. Und unbewusst bist du in einem Vermeidungsverhalten, sonst würdest du es ja machen. Und wenn du keine Angst mehr hast vor diesen ganzen Gefühlen und vor dem, was passiert, weil wir alles ins Fließen bringen, dann bist du wirklich frei, weil du nichts mehr in deinem Leben vermeidest, weder Minus noch Plus. Und dann kannst du dir eine Welt kreieren, in der du niemanden mehr retten musst, in der du einfach du sein kannst, in der sich alles fügt, weil alles fließt. Ja, und in der du dann richtig Spaß hast mit dem, was du bist und mit den Menschen, die das cool finden. Ja, und deswegen gibt es Awakening Emotions und dieses Wissen, dass der Rettermodus echt oldschool ist und dir wirklich einfach dein Leben versaut. Der hält dich fest wie alles, also alle Konstrukte, in denen die Menschen stecken, halten sie fest, da wo sie sind. Und der erste Schritt, da auszusteigen und sich was anderes zu kreieren, ist erstmal sich das bewusst zu machen, wo man da so drin steckt. Also, heute wird es bei uns 30 Grad oder 34. Es ist jetzt schon warm. Ich wünsche dir einen sonnigen Tag und lass fließen alles. Bis bald, die Nadine.